erste Vibrato üben, ist das Didel-Dai. Das Didel-Dai klopft. Und das Wichtige ist, einmal klopft das hier, das heißt Armbewegung, und andererseits rollt das auf der Seite Fingerbewegung. Nochmal. Damit man das Stück lernt, die Nummer 30. G, dritter Finger auf der D-Seite. Erster Finger. Dritter. Pause. Pause. So viel wie man kann, ein bisschen schnulzig, wie es aber später sein soll. Es geht um die Armbewegung, der Arm muss locker werden, die Finger müssen lernen, an einer Position zu bleiben, aber über das Fleisch, sagt man immer so schön, über die Haut zu rollen. Der Daumen muss ganz locker werden, der darf nicht fest bleiben, sonst macht ihr euch das Gelenk starr, sonst geht da nichts zu bewegen. Der Daumen, der könnte theoretisch frei schwingen, tut er nicht. Er ist hier, aber der kann sich bewegen. Der ist nicht festgeklebt, der ist locker, der schwingt mit dem Arm mit. Ja? Vibrato ist eine Geschichte, die funktioniert nicht in einer Woche. Die funktioniert auch nicht in 2, 3 Wochen. Ich vermute, man braucht Wochen und Monate. Trotzdem habe ich jetzt das Video mal gemacht und ich hoffe, wir können es dann im Unterricht irgendwann mal nochmal besprechen und nochmal vertiefen.